Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz wilden Aufgabe. Finde den coolsten Spieler in Fortnite. Ja? Finde den coolsten Spieler auf der Insel. Was sollen wir da machen? Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Aber ja, es ist einfach so. Es heißt auch einfach so, du sollst einfach in den Spiegel gucken. Zumindest habe ich das so verstanden. Ich habe auch bei YouTube selber noch mal so ein Stück weit recherchiert. Ich habe nichts anderes gefunden als das Guck in den Spiegel. Und dazu lande ich hier einfach bei Tilted, denn... ich suche mal ganz kurz einen Weg hier hoch. Hier haben wir zum Beispiel ein Badezimmer und in dem Badezimmer kannst du in den Spiegel gucken. Es ist so, du spiegelst dich nicht perfekt, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob da nochmal was rauskommt, aber glaube ich nicht. Also so spiegelst du dich und das funktioniert halt bei Tilted super, super gut, weil ihr viele Gebäude habt und viele Möglichkeiten, in irgendeinen Spiegel zu gucken. Ich kann jetzt hier auch gerne, ich markiere es euch auch gleich gerne nochmal, aber ich kann jetzt auch nochmal ein Stück weiterlaufen und irgendwo noch was suchen. Aber ich glaube, es ist eben schon ziemlich deutlich geworden, was damit gemeint ist. Ich laufe jetzt hier nochmal hoch. Haben wir hier noch irgendeinen Kollegen mit einem Spiegel? Das hasse ich ja auch mal, wenn die einen im Weg stehen. Ach naja, okay, alles klar. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. Relativ simple Nummer. Ich markiere es euch jetzt hier gerade nochmal, stelle mich nochmal vor dem Spiegel. Ist kein Geheimnis. Zack, 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 Tilted Towers. Ich habe jetzt das Gebäude hier genommen. Habt ihr ja gerade gesehen, wo der NPC oben ist, der Versicherer. Ganz, ganz unten. Da habt ihr auf jeden Fall ein Bad. Ich bin mir aber sicher, hier gibt es viel, viel mehr. Oder auch bei Sleepy kann ich mir vorstellen, dass ihr da eine Menge Sachen findet. Also in der Villa findet ihr was. Sleepy habe ich gerade gesagt. Bei Daily findet ihr was. Also da braucht man gar nicht so. Corny Crossroads findest du auch richtig viel. Aber Tilted habe ich jetzt mal genommen, weil da gibt es auf jeden Fall viele Punkte und gerade wenn 15 Uhr die Leute das halt machen wie wild, da hast du halt mehrere Spiegel, mehrere Möglichkeiten. Darum habe ich das jetzt hier einfach gewählt. Also, das zu dieser Aufgabe. Der coolste Spieler auf der Insel bist du. Also, bis dann erstmal. Ciao, ciao. Hey Leute, willkommen zu dieser Aufgabe. Wir sollen 5 Gebäude mit einem einzigen Schuss des Sägeblattwerfers zerstören. So heißt das Ganze und ich bin hier gerade im Anflug auf eine sehr coole Location. Den Sägeblattwerfer, keine Frage, den könnt ihr überall finden. Das ist ein Floor-Item, das liegt rum. Ihr könnt es in der Kiste finden, alles kein Problem. Aber wo ihr ihn wirklich findet, auch in Masse findet, ist hier bei diesem... Ja, ich sag mal, bei diesem Sägewerk, ja, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ich markiere das auch gleich gerne nochmal. Ich lande einfach hier in dieser Ebene direkt am Fuß des Sägewerkes und hier seht ihr schon, hier sind einfach schon 4 Stück von diesen Dingern, also wirklich eine Menge, also mehr als ausreichend eigentlich für uns, ja, also ich nehme jetzt einfach mal ein, ihr könnt auch mehrere nehmen, ihr seht auch schon, hier liegt noch einer und so weiter und so fort, hier gibt es wirklich viele, da hängen noch 2, das war's im Prinzip. Und jetzt sollen wir 5 Gebäudeteile damit zerstören. Und wie machen wir das? Indem wir uns einfach an die Kante stellen. Also ihr seht ja jetzt schon, das Gebäude geht jetzt relativ lang. Und das sind ja mindestens mal 5 Gebäudeteile. Ist kein Problem. Geht aber auch in die Richtung. Und dann nimmst du den Sägeblattwerfer und haust ihn direkt auf die Kante. Okay? Guck mal. So. Und jetzt sägt sich das Ding immer weiter durch. Ja, jetzt macht er Gebäudeteil für Gebäudeteil. Seht ihr schon, das geht alles kaputt. Und genau so könnt ihr es im Prinzip auch machen. Ihr könnt auch kleinere Gebäude nehmen. Wo hat er den jetzt hingeschossen? Auch nicht schlecht. Hat er mich irgendwie zurückgesetzt. Ihr könnt auch hier drinnen das Ganze nehmen. Es muss jetzt keine Kante oder kein Außengebäude sein. So funktioniert es auf jeden Fall auch. Ihr seht schon, er sägt sich da fleißig durch. Ihr könnt auch mal gucken, wenn das für euch auch okay ist und zählt, dass ihr kleinere Gebäudeteile macht. Ja, also zum Beispiel, das sagen wir mal ist 1, 2, 3, 4 und das wäre eine 5 oder so. Ja, könnte er auch mal ausprobieren, ob das nicht auch ausreichend ist. Zum Beispiel hier hinten, die Kiste wäre jetzt das 5. Ich gehe direkt einfach in die Ecke und schieße. Also ich zähle so ein Stück weit, seht ihr schon? 3, 4, 5, 6 und in der Wand sogar wäre eine 7. Hier geht es einfach immer weiter. Das wäre jetzt schon die 8 und die 9. Also das ist mehr als ausreichend. Ich markiere euch nochmal ganz kurz den Ort, den ich dafür genutzt habe. Das ist der hier sehr, sehr weit im Norden der Karte. Kann ich euch einfach empfehlen. Sehr cool, die Aufgabe hier zu machen. Also viel Spaß damit. Ciao, ciao. Wirf einen Fisch ins Wasser, eigentlich selbsterklärend. Ich möchte es euch trotzdem noch mal ganz kurz zeigen. Was müssen wir da machen? Ja, wir müssen erstmal einfach einen Fisch, sage ich mal, angeln. Und ihr seht ja schon, hier gibt es mega viele Angelsteine, gerade in diesem No-Sweat-Summer-Bereich. Das ist ja die Event-Location. Und ich werde mir jetzt einfach mal hier eine Angel schnappen. Ne? Zack. Oder besser noch, das ist perfekt, wenn ihr eine Harpune habt, weil damit seid ihr einfach viel, viel schneller. Jetzt hauen wir hier mal ein bisschen was rein. Ich angel jetzt einfach mal ganz kurz ein Stück weit. Und hier seht ihr schon, der neue Fisch und hier der Zappler und so weiter und so fort. Und alles, was du machen sollst, ist diesen Fisch dann, zack, wieder zurückzuwerfen und nicht zu essen, sondern zurückzuwerfen. Und dann hast du die Aufgabe schon erfüllt. Das ist alles. Viel Spaß mit der Aufgabe. Ciao, ciao. Hey Leute,
Es hört sich nach einer schwierigen Aufgabe an. Ist es aber nicht. Ja, ist es wirklich nicht. Ist es wirklich nicht. Wöchentlich. Hier, zack. Füge Gegnern innerhalb von 5 Sekunden. Nein, das ist ja komplett was anderes. Hier, füge Gegnern. Nein, füge Explosionsschaden zu, während du wegsiehst. Jetzt haben wir es aber. Und wie kann man das ganz einfach machen? Jetzt kannst du natürlich über Granaten nachdenken oder irgendeinen anderen Schmock. Brauchen wir aber einfach gar nicht. Wir fliegen einfach hier runter. Der Ort spielt keine Rolle, aber ich markiere es euch gleich gern trotzdem nochmal. Schnappen uns ein Boot, setzen uns da rein und zielen beispielsweise auf dieses Haus. Ich schieße und gucke einfach weg. Die Granate schlägt hinter mir ein und das war's. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Nochmal, ich schieße drauf und gucke weg. Okay, das war's. Jetzt gucke ich wieder hin. Seht ihr schon, der Einschlag passiert. Schuss, weggucken, fertig. Das ist einfach alles. Ich markiere euch den Ort gerne nochmal, den ich jetzt hier genommen habe. Das war jetzt hier unten in der Northwest Summer Location, aber da sind sehr, sehr viele Spiele unterwegs. Ich kann euch auch diesen Ort hier empfehlen, Langjam, da findet ihr auch hier oben ein Boot. Oder auch bei Tilted, wisst ihr ja, hier gibt es immer zwei Boote. Also gibt es super viele Möglichkeiten, das Ganze zu machen. So einfach funktioniert es. Schuss, weggucken, fertig. Das war's. Also, das ist die Lösung. Bis dann. Ciao, ciao. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Aufgabe, die wir hier in der Woche 8 wieder am Start haben. Und die zeige ich euch mal ganz kurz. Wie nennt die sich denn? Check, check, check. Das kennen wir alle schon innerhalb von 5 Sekunden. Nein, hier haben wir sie doch. Bringe Gegner mit Bunnybomben zum Tanzen. Ihr erinnert euch, das haben wir gerade erst gehabt mit einem NPC. Sehr, sehr leicht eigentlich, aber es gab immer mal Probleme. Und das Problem war nicht, einen NPC abzuwerfen oder einen Gegner zu finden, wo man das machen konnte. Das Problem war, die Bunnybombe zu finden. Darum hier nochmal mein Tipp an der Stelle mit dem Ort. Und zwar nehme ich dafür gerne Rocky Reels. Und hier müssen wir, schöner Loot, bringt uns aber nichts. Hier müssen wir uns nur so ein Stück weit umschauen. Schaut mal selber, ich suche jetzt einfach mal mit euch, okay? Es ist jetzt wirklich nichts Wildes. Ich suche mal und dann glaube ich, finden wir auch was zusammen. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Aber ich bin mir sicher, wir finden was. Also ich mache nichts anderes als ihr, weil manche dann immer glauben, hey, ja, okay, das ist dann irgendwie vorbereitet oder du hast besonders viel Glück, ich besonders viel Pech, aber so ist es halt einfach nicht. Wir suchen einfach mal ganz gechillt hier so eine Boogiebombe. Ich glaube, hier oben drauf, wenn mich nicht alles täuscht, waren doch auch noch Kisten, oder? Aber gucken wir mal weiter. Hier haben wir noch eine. Nicht gefunden. Oh, hier war noch eine, aber in einem anderen Platz. Leute, wir machen es einfach zusammen. Guck mal. Chuck, chuck, chuck. Haben wir auch nichts. Ah, ich weiß, es ist manchmal mühselig, aber ich empfehle euch diesen Ort wirklich. Aus tiefster Überzeugung. Was war das da unten? Nee, das war was anderes. Das war diese komische Säge. Die bringt uns nicht nach vorne. Hier haben wir noch eine Kiste. Guck mal, hier sind halt auch mega viele Kisten. Damit auch super viele Chancen, weil die Boogiebombe ist halt irgendwie so ein Item, was du in der Kiste halt findest. Darum, finde ich, sind hier die Chancen relativ gut, eine zu finden. Gucken wir einfach mal weiter. Hier oben drauf sehe ich jetzt gerade keine. Laufen wir mal einfach weiter rein. In solchen Kisten findest du sie übrigens nicht. Ja, da ist dann maximal Munition oder so ein bisschen Shield oder irgendwas mit drin. So, hier haben wir schon die nächste. Ja, wo ist das? Wo ist die denn jetzt irgendwie gedroppt? Auch nicht schlecht. Ach, alles dahinter. Okay, okay, okay. Haben wir hier noch was? Genau, hier hinter haben wir auch noch eine. Alter, wie viel Health hat das Ding denn? Okay, komm. Wo ist denn das Material jetzt wieder hin? Hier neben? Heftig, heftig, heftig. Na, jetzt habe ich euch hier einen Ort versprochen. Wo ist denn das Zeug? Warum droppt denn das nicht direkt in der Kiste? Sehr komisch, ne? So, hier haben wir die nächste. Aha, seht ihr Leute? Also ja, ist doof. Ich musste ein bisschen suchen, habt ihr jetzt gesehen. Hat irgendwie 2 Minuten gedauert, aber sie ist hier. Ihr findet sie hier, weil ihr einfach so mega viele Kisten und so mega viel Loot habt. Und dann ist natürlich eigentlich relativ klar, wenn du dann einen Gegner hast, dann nimmst du einfach die Boogiebombe, schmeißt sie drauf und dann tanzt der Typ. Und das war es dann schon gewesen. Okay, das ist alles, was ihr machen müsst. Ja, es ist doof, ihr habt recht. Man muss ein bisschen suchen, ein Stück weit, aber ihr findet sie auf jeden Fall. Und dann lasst ihr den Typen, wie gesagt, tanzen. Ich markiere es euch gerne auch nochmal. Das ist der Ort Rocky Reels und hier sind so viele Megakisten, so viel Stuff. Also da werdet ihr in der Regel immer fündig. Also das an der Stelle zu der Lösung. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Freunde,
willkommen zu dieser Aufgabe. Hier sollen wir Folgendes machen. Ich mache sie auch nochmal auf für euch. No Sweat Summer ist natürlich komplett falsch. So, hier, zack. Also füge einem Gegner innerhalb von 5 Sekunden, nachdem du gehupt hast, mit einem Fahrzeug Schaden zu. Und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich zu Chonka Speedway dich in so einen Whiplash setzen. Der steht ja Start und Ziel immer vollgetankt bereit. Ihr wisst es, 6 Stück oder 4 Stück, glaube ich, mit Offroad-Reifen und machst dich direkt auf die Jagd. Hupst kurz vorher. Was aber auch geht, und ich muss auch sagen, es avanciert hier langsam zu meinem Lieblingsplace für Aufgaben. Was auch geht, ist natürlich das gute alte Rocky. Ja, also hier bin ich super gerne unterwegs und ich zeige euch mal, was hier sozusagen vorzufinden ist, was wir brauchen. Wir brauchen ein Auto, ja, okay, ist klar halt, das ist jetzt kein Geheimnis, alles klar. Aber, achso, guckt nochmal vorher, wie ihr hupt, ne? Also bei der letzten Aufgabe habe ich auch erst gedacht, hey, scheiße, ich hupe sonst nie. Also bei mir ist es auf der PlayStation Fall runter. Und was haben wir hier noch? Wir haben den Kollegen Mancake und den kannst du einfach zum... Seht ihr? Den kannst du zum Duell herausfordern. Und wenn du das gemacht hast, dann ist der Kollege natürlich ja auch dein Feind. Er mag dich nicht. Es kann auch mit einem Wolf funktionieren, fällt mich dabei ein. Aber du hupst einfach ganz oft gechillt und fährst ihn danach um. Und das Ganze zählt. Ich sag euch mal ganz kurz, ich bin ja hier im, wie heißt das nochmal, im Kampflabor. Und um die Aufgaben ganz in Ruhe zu zeigen, es kann ja sein, dass der eine oder andere, weil ich habe die Frage vorhin gelesen, ja, hey, bei dir zählt das auch nicht und so weiter und so fort. Ist klar halt, im Kampflabor zählen nie Aufgaben, okay? Aber das nochmal ganz kurz für euch zur Erklärung. So würde ich diese Aufgaben machen, so mache ich die gleich auch. Das ist die perfekte Lösung für mich. Also insofern, ich wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut, bis dann, ciao, ciao. Hey! Willkommen zu der Aufgabe, füge einem Gegner Schaden mit einer Waffe zu, die du durch Angeln erhalten hast. Nein, halt, Moment, Alter, es gibt's doch, was ist denn hier heute wieder? Ich fange nicht nochmal von vorne an, sorry. Füge einem Gegner Schaden mit einer Waffe zu, die durch Angeln erhalten wurde. Das ist mal wieder Fortnite, haut er dir nochmal ein hier, Knüppel zwischen die Beine, das ist ja mal eine geile Satzstellung. Aber darum wollen wir uns nicht kümmern, wir wollen uns um die Lösung kümmern. Und ich bin hier, ihr seht es schon, bei Longjam unterwegs. Hier hast du viele Möglichkeiten zu angeln. Ich zeige euch mal ganz kurz, also ich glaube, das ist keine große Herausforderung, es gibt auch viele Angelstellen. Du brauchst halt einfach nur eine Angel und kannst in der Angelstelle, weil da ist die Häufigkeit höher, eine Waffe zu angeln, gehst einfach in die Angelstelle, zack, und angelst. Okay, das war ein Fisch. Aber, und ich möchte euch nochmal ganz kurz eine andere Seite hier zeigen, Longjam könnt ihr da machen, wenn ihr Glück habt, aber wenn ihr keinen Bock habt, sage ich mal, und euer Glück jetzt nicht überstrapazieren wollt, dann findet am besten eine blaue Angel oder eine Harpune. Und hier hast du halt auch nochmal ein paar Fässer. Perfekt, seht ihr, hier ist die Harpune. Hier hast du aber auch nochmal ein Fass und ich glaube, es gibt noch weitere. Aber mit einer Harpune geht es gut, mit einer blauen Angel geht es sowieso auch gut. Hier ist ein bisschen jetzt der Hai, keine Frage, das nervt manchmal. Aber zack, 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 wir angeln einfach mal so ein bisschen jetzt mit der Harpune. Wir machen es live. Genial, es ist doch wieder mal viel zu wild, der Vorführeffekt. Aber trotzdem, ich bleibe meiner Harpune treu. Und der Hai soll mich nicht nerven dabei. Zack, da haben wir es schon. Jetzt nehmen wir das Ding und da der Hai ja sowieso gerade am Start ist, verwunden wir den einfach. Und das zählt im Prinzip schon als Aufgabe. Ihr könnt aber auch gerne mal Folgendes probieren. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann geht auch zu Rocky. Ich habe den Ort noch markiert. Hier könnt ihr in der Umgebung auch sehr, sehr gut angeln. Gerade hier unten, alles was in diesen Canyon hier passiert, habt ihr viele Möglichkeiten zu angeln. Hier zum Beispiel, ja. Und dann lauft zu Rocky zurück und verletzt den Mancake. Das würde gehen. Hi, aber nochmal, müsste eigentlich auch ohne Probleme funktionieren. Und es funktioniert beispielsweise auch ein Wolf. Auch das ist kein Problem. Und es funktioniert ja auch ein Gegner. Also ich will jetzt nur Alternativen anbieten. Wenn ihr da aber unterwegs seid, ja, dann haut es einfach bei einem Gegner weg und dann sollte das Ganze auch kein Problem sein. Also das als kleine Lösung, als kleine Hilfestellung. So würde ich das machen, so mache ich das auch. Wenn es für euch passt, Abo und Like wäre nice. Und ansonsten weiterhin viel Spaß bei den Woche 8 Aufgaben. Bis dann, ciao, ciao.